Die Griechen kannten nur zwei Verfahren technischer Reproduktion von Kunstwerken, den Guss und die Prägung. Mit dem Holzschnitt wurde erstmals die Grafik technisch reproduzierbar. Zum Holzschnitt treten im Laufe des Mittelalters Kupferstich und Radierung sowie im Anfang des 19. Jahrhunderts die Lithografie hinzu. Mit der Fotografie war die Hand im Prozess bildlicher Reproduktion zum ersten Mal von den künstlerischen Obliegenheiten entlastet. Im Film wurde der Prozess bildlicher Reproduktion so schnell, dass er mit dem Sprechen Schritt halten konnte. Im 19. Jahrhundert hatte die technische Reproduktion sich einen eigenen Platz unter den künstlerischen Verfahrensweisen erobert. Welchen Platz nimmt das Internet in dieser Abfolge ein? Im Kapitel Nummer 2 geht es um das Hier und Jetzt des Originals. Beispiele für ein Original sind die Mona Lisa, ein Masterband einer Studioaufnahme oder das letzte Abendmahl. Diese werden als Original oder echt bezeichnet. Doch wie prüft man die Echtheit eines Gegenstandes und wozu? Ist nicht eigentlich alles, was existiert, echt? Für Benjamin ist die Echtheit eines Kunstwerkes etwas Besonderes. Dieses Besondere ist die Aura. Mit der technischen Reproduzierbarkeit verkümmert diese Aura. Innerhalb großer geschichtlicher Zeiträume verändert sich mit der gesamten Daseinsweise der menschlichen Kollektive auch die Art und Weise ihrer Sinneswahrnehmung. Innerhalb großer geschichtlicher Zeiträume ändert sich die Sichtweise der Menschen auf ihre Umwelt daher stark. Kunst ist auch immer von den herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen abhängig. Beispielsweise stand für die Menschen in der Antike die Sonne für einen von einem Gott gezogenen Wagen, während der moderne Mensch sie als Ordnung einzelner Atome auffasst. Früher haben die Menschen ihre einzigartigen Kunstwerke wie Götterstatuen angebetet. Aus diesem Anbeten ist eine Tradition entstanden. Oder wie Benjamin sagt, der einzige Wert des echten Kunstwerks hat seine Fundierung im Ritual, in dem es seine originären und ersten Gebrauchswerte hatte. Heute befreit die Reproduzierbarkeit die Kunstwerke von den Ritualen. Die Kunstwerke werden erstellt, um sie zu reproduzieren. Im 19. Jahrhundert entbrennt in der Kunst, beginnend mit einer Auseinandersetzung zwischen der Fotografie und der Malerei, ein Kampf um den Kultwert. Benjamin geht davon aus, dass der Ausstellungswert den Kultwert auf längerer Sicht verdrängen wird. Der Ausstellungswert hat über den Kultwert gesiegt. Letzte Rettung findet der Kultwert in der Porträtfotografie und in Straßenaufnahmen. Versenkung, Kontemplation ist in der Fotografie nicht mehr möglich. Die Bildunterschrift in illustrierten Zeitungen lässt dem Betrachter keine Chance zur freien Interpretation des Gesehenen. Die Reproduzierbarkeit hat die Kunst ihres Kultwerkes befreit. Doch wie ist nun Kunst zu definieren? Ist Fotografie Kunst oder Malerei oder vielleicht doch beides?